Na ihr Rallies, willkommen zurück zu Minecraft, Jopskin. Na, alles normal. Ich hoffe doch, dass euch jetzt ein wunderschönes Wochenende bevorsteht. Und ja, dass ihr jetzt einfach mal schön hier Flasche Bier auf und wenn ihr kein Bier trinkt, dann irgendwas anderes. Zum Beispiel eine Tasse Tee oder sonstige Dinge. Und ein bisschen zurücklehnen und so lustig mir beim Minecraft-Spielen zuschauen bzw. zuhören. Ich bin gerade ganz extrem gut drauf, denn ich habe gerade herausgefunden, dass sich in meiner Tasche, in meiner Tragetasche, noch eine Flasche Bier befunden hat. Ja, womit wir wieder beim Thema wären. Ja, es war nämlich so gewesen, der Uzi kam mit Schwert vorbei und schlug den geilen Hengst zu Brei. Nein, es war so gewesen, ich hatte gestern noch mit ein paar Freunden nach meiner, oh guck mal da, den müssen wir fletschen, nach meiner Algebra-Klausur noch ein paar Bierchen getrunken, eigentlich nur eins, und hab aber sogar noch ein Bier in meiner Tasche gehabt. Plot Twist, dafür habe ich gar nicht bezahlt, das Bier war nämlich vom Rush, der das nur in meiner Tasche aufbewahren wollte, weil ich halt eine Tasche dabei hatte und er nicht, und das haben wir aber dann vergessen hinterher. Wieso ist mein Inventar so abartig voll? Das ist ja wohl nicht richtig hier. Ja, und dann hatte er halt das, irgendwie hatten wir das vergessen. Jetzt habe ich gerade, als ich meine Tasche ausgepackt habe, festgestellt, hey, da ist ja noch eine Flasche Bier. Und die habe ich mir jetzt gerade in den Kühlschrank gestellt und jetzt gleich, also demnächst, werde ich sie genüsslich trinken. Ha! Und das, ja, solche kleinen Dinge machen Scuddy glücklich, das ist der Wahnsinn. Jopp. Aber was mich gerade viel weniger glücklich macht, ist die Tatsache, dass mein Inventar so leer ist. Jetzt packen wir, also voll, meine ich natürlich. Jetzt packen wir erstmal alles in die Gravelkiste hier. Ich habe mir nämlich für heute eine Kleinigkeit vorgenommen. Ich will heute nicht, wie im letzten Part angekündigt, direkt weitermachen mit diesen ganzen Schienen. Das macht ja auch irgendwie nicht so viel Spaß. Sondern stattdessen will ich heute mal ein bisschen mich darum kümmern hier, dass wir ein bisschen Lehm finden, ein bisschen Ton heißt es, glaube ich, ein bisschen Ton finden, um Ziegelsteine zu besitzen, zu craften, denn dafür braucht man ja Ton und ich glaube, bisher habe ich nur 16 Stück, genau. Eigentlich müsste man da Ton, Gold und Eisenbricht und nicht Lehm, Gold und Eisenbricht schreiben. Und 16 ist natürlich viel zu wenig, das ist klar. Und ich habe in Erinnerung, dass dieser Ton sich in erster Linie in der Nähe von Wasser ausbreitet. Deswegen hatte ich mir eigentlich gedacht, genau die Richtung einzuschlagen, die ich gerade eben eingeschlagen habe. Nur halt möglichst mit ein bisschen geleertem Inventar. So, geleertes Inventar, das ist ein richtig cleveres Inventar, das ist das geleerten Inventar. Das ist cool. Also, was heißt clever? Das ist ein richtig, ja, gebildetes Inventar. Das sind so Menschen, die haben dann schon 20 Jahre an der Uni zugebracht. Die haben dann irgendwann, wenn die dann so eine Taschenuhr und so einen richtig edlen Kugelschreiber haben und Pergament oder was weiß ich, so richtig edles Papier, das ist dann das Gelehrteninventar. So, ist das hier jetzt Ton? Sieht gut aus, ne? Und wie baut man den korrekt ab? So? Ja, genau. Gut, ich habe ja auch nur eine Steinschaufel, deswegen dauert das halt wohl so ein bisschen länger. Aber das ist ja auf jeden Fall, das ist ja relativ fix, da ein bisschen was zu sammeln. Das ging ja jetzt auf Anhieb quasi. Einmal ans Wasser und schon haben wir was gefunden. So, wir müssen nur aufpassen, weil man ja dabei auch gerne mal ertrinkt bei sowas hier. Aber unser geiler Hengst hier, unser Duffman, der ertrinkt nicht. Guck mal, gleich haben wir einen Stack Ton voll. Das ging ja echt fix. Weil da auch immer gleich so viel mit rauskommt, ne? That's what she said. Aber ich hätte doch, glaube ich, gerne eine Eisenschaufel. Also wenn die hier abgenutzt ist, dann mache ich mir wieder eine Eisenschaufel. Diamantschaufeln sind irgendwie unnötig, aber Eisenschaufeln sind wichtig. Oh, erstmal einmal aufatmen. So. Ich mache hier auch die ganze Natur richtig schön kaputt, ich weiß. Ich glaube am besten, damit das nicht komplett scheiße aussieht, werde ich das gleich wieder mit Erde befüllen an Stellen. An manchen Stellen zumindest. So, und dann ist er auch wieder gut. Was ich übrigens beim letzten Mal vergessen hatte anzusagen, aber was den meisten von euch ja ohnehin klar sein dürfte, wenn ihr noch Videospielmusiken habt, also Themes habt, das sieht ja richtig geil aus, warte mal. Aber am besten ohne HUD. Nein. Wie ging das HUD aus? Nein. So. Jetzt war gut. Da muss man einmal kurz einen Screenshot machen, damit man auch mal was HUD für Situationen, wo man ein Thumbnail erstellen will, ne, ist ja klar.
wollt ja auch, dass das hier gut aussieht. Wollen wir ja alle, ne? So, jetzt sieht das hier auch wieder gut aus. Sehr schön. Also, wir haben schon anderthalb Stacks jetzt voll mit dem Zeug. Das können wir erstmal nach Hause bringen und erstmal hier dafür sorgen, dass... oh nein, Hexe! Komm, die fletschen wir doch easy. Easy going, Bro! Der Creeper ist eh gefährlicher. Können wir den nicht einfach hier in die Luft jagen, sodass der die Hexe mit in die Luft jagt? Wäre der Plan jetzt gewesen. So, erstmal alles down. Und wir haben dabei Schwarzpulver und Zucker gekriegt. Gib dem Rally Zucker. Geil. Und hier ist ein riesen Krater entstanden, aber der stört mich ehrlich gesagt relativ wenig. Wir könnten eigentlich auch mal wieder ein bisschen uns hier in der Nacht battlen mit anderen Menschen. So Rap-Battle-mäßig, so 1 gegen 1 im Octagon. Keine Ahnung. Nein, aber ich will eigentlich nur Skelette fletschen, weil die ja bekanntlich Pfeile droppen können und ich keine Pfeile bauen kann. Aber ich finde gerade überhaupt keine Skelette, nur Zombies und Creeper und die sind beide von meiner Warte aus eher begrenzt interessant, deswegen gehen wir. Außerdem lässt sich sowas am besten machen, wenn man Diamantrüstung oder Diamantschwert hat und das steht mir alles momentan noch nicht zur Verfügung. Wobei theoretisch wäre es machbar. So, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen gebrannten. Also gebrannten Lehm, gebrannten Ton meine ich natürlich. Das ist dann Ziegel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ganz richtig ist so vom physikalischen Aspekt her, aber es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Und die Ziegel formt man jetzt wie zu Ziegelsteinen? So nicht. Sondern wahrscheinlich mit vieren dann. Und da kommt nur einer bei raus. Oh Mann, das kann ja ewig dauern, bis ich da genug habe. Jetzt habe ich vier Ziegelsteine. Wow! Heftig. Okay, also müssen wir da auf jeden Fall noch eine ganze Weile weiter farmen. Das machen wir einfach. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht doch mir jetzt... Wie viele Diamanten haben wir denn? 5, komm. Komm, wir machen mal Diamantschwert hier. Wir machen jetzt mal einen harten. Ich habe keinen Stock mehr. Aber ich glaube, ich habe in der Geschwurbelkiste noch einen. Ja. Warte mal, braucht man... Ja, man braucht schon zwei Diamanten. Das heißt, ich könnte so... das Diamantschwert erbeuten und dann machen wir einfach aus purem Jux und Dollerei da oben, ach so, da brauche ich aber Lapis für, noch die Verzauberung, also einfach noch eine Verzauberung aufs Diamantschwert. Ich will jetzt nicht die Traumverzauberung, aber zumindest wird es eine Verzauberung. Dann können wir mal ein bisschen uns durch die Manege brettern, weil wenn ich mir anschaue, so ein Creeper, der ist ja nur deshalb gefährlich, weil ich ihn nicht one oder two hitte, sondern irgendwie 5 Angriffe dafür brauche. Aber wenn ich jetzt da mit so einem richtig fetten Schwert daran komme, Rückstoß oder Schärfe? Da bräuchte ich Level 20 hier. Wäre ja eigentlich auch eine Überlegung. Aber nö, komm, wir machen jetzt zwei Lapisblöcken, einfach mal das hier. Rückstoß 1, na toll. Das ist jetzt nicht so geil, aber ein bisschen, das ist für einen Creeper, glaube ich, schon genug, wenn ich den ein bisschen nach hinten haue. Denn dann ist der einfach erstmal nicht mehr da, ne? Macht Sinn. Eigentlich will ich ja langfristig auch einen Bogen haben, den ich mit Unendlichkeit verzauber. Das wäre eigentlich, glaube ich, das Beste, was ich für mein veganes Let's Play hier gebrauchen könnte. So, schauen wir mal, ob das jetzt was gegen diesen Creeper hier bringt. Moin. Yo, der wird richtig weggeflasht, das ist gut. Ach, natürlich ist es blöd, wenn ich dann direkt hinterher ralle. Okay, hier ist also jetzt die Landschaft ein bisschen zerpflückt, aber das stört ja keinen. Wenn ich hier dann in wenigen, also in zig Parts etwa, gefühlt mal irgendwann diese Landschaft auch ein bisschen erschließe mit Bauarbeiterkünsten, dann werde ich die Krater halt wieder mit irgendwas befüllen müssen. Aber, oh guck mal, da ist der nächste. Moin. 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 Der Rückstoß ist cool, macht Spaß. Aber man will natürlich eigentlich eher, dass es mehr Schaden macht. Also Schärfe wäre schon die schönere Fähigkeit gewesen. Egal. Da unten ist noch ein Skelett. Da sind sogar zwei, super. Moin. Da ist der nächste, moin. Eigentlich könnte ich ja mal gucken... ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte jetzt so eine Endlichkeit hier braucht. Aber theoretisch könnte man mal versuchen, den Bogen, den ich jetzt dabei habe, der hat ja noch relativ viel Haltbarkeit,
mit Unendlichkeit zu verzaubern. Hier sind ein paar Zombies, kann man auch mal fletschen. Ist aber eher unnötig eigentlich. Aber ein bisschen Erfahrung sammeln ist generell auch nicht schlecht. Da oben ist noch ein Skelett. Aua. Boah. Der Rückstoß kann natürlich auch nervig sein, wenn man einen Gegner, von dem man was Tolles erbeuten will, irgendwo hinschlägt, wo er naja, wo er eben nichts nicht mehr irgendwas Tolles droppen kann. Ich finde jetzt aber gerade keine Gegner mehr. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Ja, wieso sind hier nur noch Schafe? Und ansonsten ist diese Landschaft hier... Wieso leuchtet das hier eigentlich? War ich da schon mal drin? Offenbar, ne? Was war denn hier? Kann mich gar nicht daran erinnern, hier schon mal drin gewesen zu sein. Aber sieht natürlich sehr nach meinem Baustil aus, ne? Wo führt denn das hin? Hä? Wenn ich jetzt bekloppt war, dann habe ich denn diesen Gang hier ausgehoben. Sieht ja voll nach... Ach, das ist das hier. Okay, cool. Gar nicht gewusst. Auch mal schön, so einen kleinen Durchgang durch den Berg zu finden. Den will ich ja sowieso noch ein bisschen erweitern, dieses ganze durch den Berg Gedönse. Aber naja. Aber mir fällt gerade ein, ich kann ja auch einfach ein bisschen Erfahrung dadurch noch mitnehmen, dass ich hier jetzt diese Ziegel abnehme. Yo. Dann kann ich jetzt mal gucken, ob ich meinen Bogen mit Unendlichkeit verzaubern kann. Wahrscheinlich braucht man da mehr als 12 Erfahrungspunkte für, ne? Aber versuchen kann man es ja mal. Hallo. Haltbarkeit 3, Stärke 1. Das brauche ich alles gar nicht. Wahrscheinlich braucht man außerdem mehr Bücherregale dafür, dass man den wirklich verzaubern kann mit etwas Sinnvollem, den Bogen. Na gut, dann eben nicht. Aber da haben wir mal ein paar Gegner gefletscht. Ist jetzt mal langsam wieder Tag eigentlich. Wobei wir sind ja mit dem Schwert und allem drum und dran eigentlich auch stark genug, um... ja, da geht die Sonne außerdem auf. Yeah, das wollte ich gar nicht, lol. Ich wollte eigentlich den Sonnenaufgang hier gleich mal nochmal schön abscreenshotten überm Sumpf. Sieht nämlich sicher auch ganz cool aus gleich. Wo geht die Sonne auf? Gehen wir mal hier rauf. Bevor es zu spät ist. Da hinten geht die Sonne auf. Und da hinten ist eine Hexenarmee. Meint er, die kriegen wir? Oder meint er, die kriegen mich? Komm, die kriegen wir. Erstmal du hier. Du bist der zum das Warm-up. Moin. Jetzt kommt... Oh Gott, hier sind auch noch welche. Moin. 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 Spinne ist egal. Du auch noch. Na okay, umso besser. Muss ich mich darum nicht kümmern. Was ist eigentlich hier? In diesem Tal bin ich auch noch nie so wirklich gewesen, oder? Kommt der von da unten? Och man. Hallo, komm mal rauf, ich will dich töten. Letzte Chance für dich, hier nochmal dein Leben etwas Sinn zu geben. Nö, will er nicht. Okay, jetzt ist also die Hexe an der Reihe. Wo sind denn die Hexenarmee? Moin. Wo sind deine Freundinnen? Wo ist denn dein Kaffeekranz? Ist gar nicht mehr da, oder was? Warte mal, doch hier ist einer. Moin. Down. Und da waren noch drei, oder habe ich das über... habe ich da irgendwas falsch gesehen? Habe jetzt nur zwei gefletscht. Na egal, hat auch Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen was zu fletschen hier in Minecraft. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemerkt. Aber ist jetzt auch mal wieder gut. Jetzt gucken wir mal noch, dass wir ein bisschen was an Lehm finden. Das da sieht doch nach Lehm aus, aber das ist so weit unter Wasser.
Dafür bräuchte ich eigentlich diesen Trank der Wasseratmung oder wie der heißt. Ich schaue jetzt erstmal auf meinen Timer. Ach, Himmel, Herrgott. Na, da muss ich wohl erstmal den Part beenden. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein Timer gerappelt hatte. Himmel, Herrgott, noch einmal. Das darf ja nicht sein, meine lieben Rallys. Das darf nicht sein. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach beim nächsten Mal weiter. Dann gucken wir mal hier noch, was wir so finden. Und möglichst natürlich auch nach ein bisschen Lehm. Ach, hier war ich auch schon mal. Guck mal, einer staunen. Aber dann will ich natürlich auch nicht so ewig lang hier rumdödeln, sondern auch irgendwann wieder zurück Richtung Heimat. Na gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich bedanken, wenn ihr mir einen Kommentar oder eine positive Bewertung da lasst. Und beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin, euer Scuddy, der Rally. Moin Tag.